Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich bin heute mal auf dem Zwei-Socken-Account, also auf meinen wirklich, wirklich kleinsten. Ja, ich glaube, es ist nicht mein kleinster Account. Ich habe noch so ein paar andere. Das ist nämlich auch immer so eine Frage aus euren Kommentaren. Toto, wie viele Accounts hast du? Also ich habe eine ganze Masse Accounts, aber ihr müsst das auch verstehen. Ich bespiele auch nur eine Handvoll dieser Accounts. Also ihr kennt den Donnerbengel, ihr kennt den Alex, den Avatar, den Thorsten, manchmal den Chefkoch, eher selten den echten Toto. Und dann gibt es auch noch welche. Vielleicht gibt es auch noch in den höheren Bereichen welche. Aber ich muss auch nicht alles preisgeben, denn ihr könnt immer alles essen, aber ihr könnt oder ihr braucht nicht alles wissen. Nur mal so ein bisschen dazu. Ich habe ja gestern angekündigt, dass ich so ein bisschen eure Kommentare beantworte, beziehungsweise ich glaube, ihr merkt, dass ich eure Kommentare immer sehr, sehr stark vor allen Dingen lese, beantworte oder auch manchmal auch nur ein Herzchen gebe oder was auch immer. Ich meine, wer da dann reinschreibt, kriege ich ein Herz? Ja, der kriegt dann von mir ein Herz, allerdings nur so ein Emoji und kein YouTube-Herz. Mehr ist dann leider auch nicht drin und deswegen, ja, habe ich mir einfach mal so ein paar Kommentare rausgepickt, die ja immer wieder vorkommen. Und es kommt natürlich auch immer wieder vor, weniger in den Videos, sondern eher in den Livestreams immer. Muruk, wie alt? Ja, ich bin nach wie vor 52 und das wird sich aber irgendwann jetzt ändern. Denn irgendwann ist ja auch mal, den nehmen wir mal mit meiner kleinen Armee mit. Irgendwann ist ja auch mal mit mir vorbei mit 52. Kann ich es nicht mehr sagen, ist einfach mal so, aber ich finde es immer cool, dass die Frage kommt. Ich weiß, ich bin etwas älterer YouTuber, aber sei es mal drum. Es macht mir nach wie vor Spaß, hier die Clanburg zu locken. Oh, die brauche ich gar nicht locken, das ist mal ganz cool. Mal sehen, ob die hier irgendwie so hingehen können. Was habe ich in der Clanburg? Ich habe Magier dabei. Das ist nämlich für dieses Event hier. Wo sind denn eigentlich meine Riesen? Ach, da hinten. Oh, shit. Okay, ich habe aber schon den Blitzzauber hier. Also, ich bin ja ein bisschen älter, wie ihr so wisst. Und ich mache hoffentlich ganz nette Let's Plays für euch. Glaube ich zumindest immer mal. Manchmal mag ich meine Folgen auch selber nicht, muss ich sagen. Dann denke ich auch immer nur, ey, Toto, was hast du da wieder für einen Scheiß abgedreht? Das passt ja vorne und hinten nicht. Eine Sache habe ich in jedem Fall noch, die ich heute mal ansprechen will in diesem Video hier. Oh, da ist er doch noch. Ah, der hat schon zwei Minenwerfer. Ah, scheiße. Ah, der hat schon zwei Minenwerfer. Das, hoffentlich packen die das. Dann spare ich mir mal eben diese neuen kleinen Magier, diese kleinen Bogenschützen auf. Und okay, mal sehen, ob wir den jetzt noch packen. Oh, das wäre richtig nett. Komm. Ah, schade, den haben wir nicht gepackt. Mist, und den Bogenschützenturm auch nicht. Aber wir haben ganz gut Lohn abgenommen. Und ich schaue mal eben in meine Textdatei, was da so steht. Muduk hatte ich, Accounts hatte ich, Supercell. Ja, ich habe keinen Kontakt zu Supercell, kann ich euch sagen. Viele fragen vor allen Dingen immer wegen Account-Schwierigkeiten. So, was soll ich machen? Ich habe meinen Account verloren. Ich versuche das dann zu beantworten, aber ich habe überhaupt keinen Kontakt irgendwo zu Supercell. Und ich denke mal, da kann man auch nichts mit irgendwelchen Connections reißen. Das müsst ihr leider dann immer selber machen. Oh, den haben wir doch gepackt. Okay, das müsst ihr irgendwie selber reißen. Und geht über den Supercell Support, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert. Oder wenn die euch erstmal negativ antworten, dann hakt da einfach mal ein bisschen nach. Ich weiß, dass es ihn gibt, denn ich selber habe auch schon den Support in Anspruch genommen. Und deswegen kann ich euch sagen, es gibt ihn und nehmt ihn ruhig in Anspruch. Wir nehmen den ruhig mal mit 100% hier mit. Und deswegen, ich versuche das immer so ein bisschen zu beantworten, aber ich kann da nicht drauf einwirken. So will ich das mal sagen. Das sind dann immer nur so ein bisschen meine kleinen Erfahrungen, die ich mit Support gemacht habe, auch hier in diesem Game. Und gehen wir mal einen Satz weiter. Okay, da steht der Satz, oh, 100%. Da steht der Satz, kannst du mal Punkt, 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 Clan, Komma, Kommen, Komma, Vize wirst du sofort. Ich würde alles gerne mit euch machen, bei euch machen und auch irgendetwas zeigen. Aber ich kann mich auch nicht fünfteilen. So ist das leider. Und ich muss hier jetzt gerade mal in den Clan-Krieg springen. Mal sehen, was der Sven hier gerissen hat. 11 auf 11.
einfach mal so ein bisschen Bauzeit überbrücken. Und aber ich kann es auch manchmal nicht. Ich lese manchmal nur zwischen den Zeilen einfach und jumpe dann in die Clans rein mit dem Avatar. Okay, jetzt ist erstmal Liga, das ist jetzt erstmal ein bisschen Geschichte. Aber mit einigen Accounts habe ich ja auch mehr oder weniger Stammclans, da gehe ich dann auch nicht raus, mit denen gehe ich nicht wandern. Aber ich habe natürlich ein paar Wander-Accounts, aber wie gesagt, ich kann mich nicht teilen. Ich würde gerne in eure Clans kommen, ich würde gerne bei euch Vize werden. Nein, Vize braucht ihr mir nicht geben oder anbieten, das wäre Blödsinn. Und aber ich kann es einfach nicht. Aber das sind immer so die Fragen, die immer wieder kommen. Auch wenn ich mal jetzt mit dem hier, mit dem Zweisocken, da werde ich jetzt wieder aus diesem Clan rausgehen. Denn den habe ich hier heute nur reingeholt, um die Events ein bisschen schneller zu spielen, weil mir der global so ein bisschen gestunken hat. Und deswegen ist der Zweisocken heute hier im Clan Herausforderer. Das ist mein Community-Clan. Auch das wird ja immer wieder gern gefragt. Hast du nicht einen eigenen Clan? Ich habe keinen eigenen Clan, sondern es ist der Community-Clan, den ich betreibe. Und wir sind zurzeit, glaube ich, 30 Mitglieder. So ein paar gehen, so ein paar kommen wegen der Liga. Aber das ist, ich will das nie als meinen Clan betrachten, sondern es ist eher der Clan der Community. Und nicht mein Clan. Mein Clan hört sich immer irgendwie so blöde an. Deswegen umschreibe ich das lieber so ein bisschen. Oh, hat er hier ganz gut gemacht. Gegen diese alte Ringbase hier. Er ist auch selber nur ein Rathaus 11, der Sven hier. Oh, mit Klonzauber. Sehr schick hier. Die Mitte entkernt. Also richtig coole Sache. Genießt den Angriff einfach. Und ich komme mal in die nächsten Kommentare. Ja, der. Es gibt natürlich auch immer wieder Kommentare, die lieb ich. Die liebst du als YouTuber einfach. Hi, hallo, wie geht's? Und die Tage war einer dabei, Brillenschlange. Jo. Habe ich mich mal so richtig drüber gefreut. Hatte auch gemerkt, habe ich sofort beantwortet. Jo, und sonst so? Naja, mein Gott, ich trage eine Brille. Ist ja nun nicht so, ist ja nichts Außergewöhnliches. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen Brillen tragen. Ich bin halt einer davon. Seit meiner Kindheit trage ich eine Brille. Die trage ich allerdings auch nicht immer, muss ich sagen. Ich habe sie auch während des Tages hier sehr, sehr häufig mal ab. Also laufe auch gerne im Moment ohne Brille rum. Das liegt aber nur an der Brille. Nicht jetzt, dass ich sie hasse oder so, sondern es ist nicht mehr so ein bisschen, es ist nicht mehr die richtige Brille. Ihr wisst, ich wehre mich noch zwanghaft gegen eine Gleitsichtbrille, aber ich komme, glaube ich, nicht mehr richtig rum und deswegen laufe ich hier sehr, sehr häufig auch mal ohne Brille rum. Schön gemacht hier vom Sven auf die Nummer 2 und ich bin mal gespannt, wie dieser Clankrieg hier ausgeht. Wir wissen es nämlich noch nicht ganz, wir wissen es noch nicht ganz genau und deswegen halt, nee, der Klaus hat hier auch die 4 angegriffen. Ah nee, das war der Inge hier. Oh, der Inge hat hier oben auch angegriffen. Den gucken wir uns auch mal an. Also heute ist so ein bisschen was von allem drin. Aber ich gehe weiter auf eure Kommentare ein. Ich finde sie immer sehr, sehr, manchmal auch ganz, ganz niedlich. Wo ihr dann schreibt, als ob du mir antwortest. Ja, als ob du mir antwortest. Also ich finde das mit meinem Kanal jetzt, mit der Kanalgröße auch immer noch machbar, wenn ich die Kommentare lese und eine Antwort habe. Was auch immer für eine. Da antworte ich. Ich meine, ihr habt euch die Mühe gemacht, um einen Kommentar zu schreiben. Und solange, wie ich dazu komme und immer ein bisschen was querlese, beantworte ich den natürlich. Aber ich finde es natürlich dann immer ganz, ganz super, wenn jemand schreibt, als ob du mir antwortest. Natürlich. Nicht immer, aber immer öfter oder manchmal oder wie auch immer es geht. Der Inge hier muss übrigens gegen diesen Rathaus 12er hier ran. Das ist eine unheimlich spannende Sache gewesen. Ich meine, das ist jetzt kein 5er Rathaus, also 12 schräger 5. Also die 5. Ausbaustufe vom Rathaus Level 12. Aber immerhin, es ist ein Rathaus Level 12, hat ein bisschen Def. Und wir sind da oben nicht ganz so gut aufgestellt. Er ist ja, glaube ich, ein 10er, der Inge. Ja, es ist ein 10er, 32er Queen. Und deswegen ist das schon eine schwierige Sache. Aber seid nicht geschockt, wenn ich euch plötzlich mal antworte oder auch im Discord was sage oder auch in den Discord mal reinkomme, wo dann jemand dann sagt plötzlich, oh mein Gott, der redet mit mir. Leute, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin nur ein Mensch. Und wenn ihr in meinen Discord kommt und ich bin auch irgendwo im Channel, ja, dann rede ich halt mit euch. Ne? Ist manchmal so.
Und ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal diese Armee hier raus. Ja, ihr seht's, ich habe Kobolde dabei. Meine Lieblingsfarmtruppe, so muss ich das ja eigentlich sagen. Auch in dem Bereich hier, glaube ich, sind die schon ganz nett. Je nach Base, ich meine mit Rasos 5, da findet man jetzt so ein bisschen was. Aber irgendwo muss es auch ein bisschen passen. Oh, die sind schon gar nicht mal so schlecht. Ich suche jetzt irgendwas ohne Mauern. Und weil ich irgendwie nichts gefunden habe, habe ich schon mal so ein paar oder so ein bisschen Gold hier ausgegeben. Aber genauso einer, ich will jetzt hier nicht gewinnen oder so, aber genauso einer ist natürlich top für meine Armee hier. Das ist einer, der noch keine Liga hat. Okay, er hat auch keine Clanburg, nicht, dass mich da irgendwas überrascht. Und ich dann plötzlich richtig schlau mal aus der Wäsche gucke. Also spammen wir die Kobis hier eben mal rein. Das Elex ist ja schon voll, dann nehmen wir hier den Rest fürs Gold. Und vielleicht packen die ja noch so ein bisschen. Ah, die gehen jetzt, die wollen natürlich rein in die Lager. Okay, die wollen rein in die Lager, 28%. Ich glaube, der Gegner kriegt noch nicht mal ein Schild. Ja, schade, er kriegt nicht mal ein Schild. Aber wir haben hier unser, ich habe mein Ziel hier erreicht. Ich wollte hier sehr, sehr viel Elex haben. Den geben wir eben mal auf und dann können wir hier auch ein bisschen was machen. Wir können so ein bisschen Gold ausgeben und wir können ein bisschen Elex ausgeben. Okay, Gold gebe ich immer ganz gerne hier einmal aus. Natürlich nicht eine, sondern wir machen gleich mal eine ganze Mauerreihe hier. Das lohnt sich dann ein bisschen eher. Und jetzt schaue ich mal. Ah, der nimmt immer die lange Reihe. Okay, die lange Reihe will ich jetzt nicht nehmen, sondern ich wollte jetzt eigentlich etwas forschen. Ich wollte etwas forschen und zwar. Aber wir nehmen die Kobis. Komm, wir nehmen die Kobis. Ein Tag, 12 Stunden. Ich glaube, die laufen am längsten. Denn die werde ich jetzt als nächstes, denke ich mal, so ein bisschen eher benutzen als alles andere. Ich mache mal eben so ein paar BVB-Mauern hier. Also so ein bisschen goldig, dass ich ein bisschen Gold loswerde und mir nicht ganz so viel gemobst wird und ich es ganz gut unterbringe. Nämlich in so ein paar Mauern. 1, 2, 1, 2. Ja, ich glaube, das reicht jetzt aber auch. So, erste Kaserne für den Magier. Den machen wir hier, 16 Stunden. Und ich habe meine Armeelager danach schon komplett fertig. Das heißt also, da lege ich immer Wert drauf auf, den kleinen Rathausstufen, dass ich in jedem Fall immer die Armeelager fertig habe. Aber was schon mal fertig ist, der Clankrieg ist um, auch wenn er noch 31 Minuten dauert. Aber der letzte Gegner hier, nämlich der Zweier auf unseren Einser hier, hat mit 79% 2 Sterne geholt. Und ihr seht das hier, das feindliche Team hat keine Angriffe mehr. Hier unten sind es nur noch 9er. Die werden jetzt bei uns kein Stern mehr, denke ich mal, holen auf den Glati oder auf den Sven. Das ist einfach ein Ding der fast Unmöglichkeit, da noch einen Stern rauszuholen. Also super gemacht hier die Herausforderer. Und die letzte Frage, die ich allerdings klären will, jetzt will ich mal eben schauen, wir bilden die mal wieder aus, also die letzten beiden Fragen sind, warum Englisch, oder es ist überhaupt eine Frage, ich glaube, es ist die letzte Frage, warum Englisch, warum spiele ich immer auf Englisch, das werdet ihr hier sehen, im Englischen gibt es immer viel, viel mehr News und Ereignisse als hier, also Ereignisse jetzt nicht, aber viel, viel mehr News, denn hier hängt das so ein bisschen. Die Clan-Rekrutierung ist hier ganz nett. Das Dezember-Update ist da, ja, das wissen wir. Die Supercell-ID habe ich schon rauf und runter erklärt. Aber es gibt den Clash World Cup und das, was es hier natürlich auch gibt, es gibt hier die Top 10 Clans. Ich glaube, diese Top 10 Clans-Liste, diese erste Liste, die Supercell rausgebracht hat, die spiegelt nicht wirklich das wider, was die Liga überhaupt hergibt. Also die besten Clans hier waren sicherlich die besten Clans, aber es kam ja zwischendurch eine Ban-Welle, also Accounts, die gesperrt wurden, und das kam ja erst so am vorletzten oder vorletzten Tag der Liga hier. Das heißt also, alle mussten noch gegen irgendwelche Cheater-Clans kämpfen und deswegen glaube ich dieser ganzen Tabelle nicht. Ich denke mal, es wird noch 2, 3 CWLs, also die Supercell-Clan-Ligen, dauern, bis wir hier richtige Ergebnisse haben und vielleicht die wirklichen fairen Clans hier oben sehen. Keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe zwar nett gesehen, auch, dass die Dark Lotus hier mit dabei sind,
Aber ich glaube, es wurde doch reichlich aussortiert, was Cheater angeht, was Account, nicht Account-Verbesserer, sondern wo du dir irgendeinen Vorteil verschaffst, in welcher Art auch immer. Es gibt immer noch einen Vorteil, den kommt Supercell einfach nicht nahe. Da komme ich aber irgendwann mal in einem anderen Video drauf. Und deswegen schenke ich diese Top 10 hier nicht wirklich meinen Segen. Aber warum spiele ich eigentlich in Englisch? Weil es dort immer aktuellere News gibt, andere News gibt teilweise, aber es gibt auch eine Sprache. Das stellen wir jetzt mal rein. Vielleicht wisst ihr das nicht. Ich glaube, es ist diese Sprache hier. Die Sprache, ich kann sie ja selber nicht lesen, aber ich switch jetzt mal rein. Denn diese Sprache hat was ganz Besonderes. Das seht ihr jetzt auf der Seite hier. Es gibt hier keinen Button. Ich möchte mal meine Base ändern. Ja, ich möchte mal meine Base ändern. Also diesen Base Layout Editor, den gibt es in dieser Sprache nicht, denn er ist, soweit ich es noch in Erinnerung habe, das ist schon sehr, 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 sehr lange her, der ist patentgeschützt. Und das Patent wurde leider schon von irgendeiner anderen Firma damals, glaube ich, angemeldet. Und Supercell kam den, ja, die konnten sich irgendwo nicht einigen und deswegen hat genau diese Sprache, ich weiß nicht, welche Sprache es ist, die haben halt hier oben, da fehlt das, da darüber, über diesen Button, da fehlt einfach, ja, ich möchte mal meine Base ändern. Ich weiß nicht, wie dieses Land das macht. Sie müssen ja immer ihre aktuelle Base auch als CK-Base haben, ist natürlich ein bisschen blöde, aber irgendwie werden die sich einigen und ihr seht das auch in dieser Sprache hier, gibt es immer ganz unterschiedliche News. Town Hall 10, ich weiß nicht, wie neu das ist. Es gibt ein bisschen was auf Twitter, aber im englischen Client. Ich spiele halt am liebsten auf Englisch, weil ich auch die englischen Foren lese. Reddit, Supercell, was auch immer. Twitter ist meistens ja auch auf Englisch und deswegen habe ich den in der Regel auf Englisch. Das ist eigentlich der Hintergrund und ihr seht auch hier sind die News ein bisschen anders. Also es gibt nach wie vor die Limited Edition Statue von der Bogenschützen Queen. Und es gibt hier als letzte News auch die Top 10 der Clan War Leagues. Mal sehen, ob wir nicht irgendeinen eurer Clans demnächst da sehen. Ich hoffe, die Folge so ein bisschen mit Question and Answer hat euch gefallen. Das ist auch ein ganz, ganz komisches und anderes Format hier von mir. Aber ich habe mich heute mal so ein bisschen zurückgelehnt. Ich bin ganz gut drauf, aber ich bin ein bisschen angeschlagen, ein bisschen heiser. Aber ich glaube, ihr wisst, was das hier zu bedeuten hat. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was das zu bedeuten hat. Also, wir hören uns und sehen uns, auch wenn ihr wahrscheinlich am Samstag auch nochmal eine Folge von mir bekommt. Am Samstagabend. Ich werde natürlich wieder hoffentlich streamen. Vielleicht auch mal ein Stündchen eher oder ein halbes Stündchen eher. Mal sehen. Schaut einfach bei YouTube in den Community-Tab. Dort werde ich das, glaube ich, etwas eher posten, wie und wann und warum es eigentlich losgeht. Und bis dahin verbleibe ich ohne Fragen, ohne Antworten. Vielen lieben Dank. Euer Toto. Tschüss.